Und was noch nicht funktioniert eigentlich, ist das, diese Gruppenfunktion beim gedruckt halten aus anderen Gruppe, das wird gedruckt. Wir schreiben hier irgendwas, versuchen jetzt gedruckt halten eine andere Buchstabe 4 und dann bleibt es. Der ist nicht in der Hauptgruppe gelandet, sondern der ist geblieben bei zweiter Gruppe. So, dann schreiben wir hier 4, 7 irgendwas, also wir sind bei zweiten Gruppe, versuchen wollen eine Englisch Zeichen gedruckt halten, wird es schon die Gruppe 3 gezeigt und jetzt Gruppe, also Buchstabe X und dann bleibt das. Der bleibt, aber auch interessant, der ist geblieben, aber geschrieben oder eingegeben auch nicht X Buchstabe. Und zum Beispiel, okay, jetzt probieren wir mal mit der dritten Gruppe, Englisch Buchstabe. Und select all, löschen. Okay, schreiben wir, damit er weiß, okay, wir sind in Gruppe 3, irgendwas. Und jetzt versuchen wir, eine Zahl zu schreiben. So, gedruckt hatten, Gruppe 2 wird gezeigt und jetzt versuchen wir 4 oder 5. So, okay, ja, jetzt hier funktioniert, aber beim anderen. Und jetzt schreiben wir eine Punjabi-Buchstabe, gedruckt hatten, Punjabi-Buchstabe, Gruppen-Taste und dann schreiben wir, da wird auch ein Problem, dass da jetzt untere Taste nicht, was wir wollen, versuchen wir den da. Und dann ist geblieben. Ja, so ist das. Vielleicht, wenn man länger bleibt auf der Taste oder was auch immer. Also funktioniert auf alle Fälle nicht so ganz. Ja, schreiben wir hier irgendeine Englischbuchstabe noch. Und dann noch einmal. Da. Und da wird man auch später kommen, dass man mal gedruckt hat, dann wird die Buchstabe nicht so ganz voll gezeigt. Da muss man dann Grafik noch größer machen. Aber das kommen wir, aha, da jetzt geht. Aber so einfach irgendwie geht nicht. Und jetzt schauen wir mit dieser Taste irgendeine. So. Und so geht er. Ja, immer herumprobieren, dann geht's. Okay, schreiben wir den. Okay, testen wir noch einmal. Ja, also manchmal geht nicht. Sehr interessant ist, dass, schauen wir bei Englisch, da sieht man zwei, alle beide, oder bei Zahlen, dass wenn zweite Möglichkeit, wenn man so mit der zwei Finger arbeitet. Jetzt wird gedruckt, Englisch Buchstabe haben wir und dann P gedruckt und dann ist das, auch wenn man gedruckt gehalten hat, dann wird es die zweite Gruppe gezeigt. Also wir sind in zweite Gruppe, Zahlen, schreiben wir Zahlen und jetzt mit der einen Finger, also Daumen, den Gruppenbutton gedruckt halten und der wird gezeigt, dritte Gruppe, Englisch Buchstabe. Also noch einmal. Ja, dann wird Englisch Buchstabe gezeigt und dann drucken wir. Und sobald man gedruckt hat, dann schaltet er automatisch. So sollte es sein. Und obwohl ich immer noch gedruckt habe. Okay, lass ich los. Und jetzt wieder mit einem Finger und dann mit drucken. Und also mit der zwei. So, probieren wir jetzt mit der Querformat. Also, da ist jetzt die zweite Gruppe, glaube ich. So, zweite Gruppe und select all, delete.
Ja, schreiben wir erstmal mit der ersten Gruppe und dann gedruckt halten, Shift und dann A drucken, geht nicht. A ist nicht gekommen, ist, also wenn nicht gekommen ist, also Buchstabe nicht eingegeben ist, dann bleibt bei zweiter Gruppe. Okay, dann probieren wir mit der 1, 2, 3. Nochmal schreiben, irgendwas bei erster Gruppe. Das habe ich gemeint, dass man jetzt weiß man nicht, bei erster Gruppe ist man oder zweite Gruppe. Es ist besser jetzt, wenn wir zweite Gruppe eingeschaltet haben, dass das Shift eine andere Aussehen hat, wie bei deutschen Tastatur halt. Und ja, okay, nochmal irgendwas schreiben. Und jetzt gedruckt halten und zwei und nicht geschrieben. Okay, das funktioniert mit einer, wie gesagt, mit einem Finger, mit einem Daumen ist nicht so einfach. Und wenn man da jetzt geht nicht. Also mit der einer geht nicht. Aber probieren wir jetzt mit der 2. Noch das alles löschen, select all. Und so, erste Gruppe sind wir und da Shift. Hoppla. Shift gedruckt halten mit einer Finger, also mit Daumen und dann zweite Scheiben. So funktioniert. Ganz einfach. Und so mit auch wieder eindrucken. 7 Scheiben, schalte es, warte mal. Also mit 2 geht ganz einfach. Und da auch, ja, der zeigt nicht, kann man nichts machen. Also wie gesagt, und schauen wir mal, wie ist das mit Englisch-Tastatur. Ja, da zum Beispiel, das habe ich gemeint, dass man bei zweiter Gruppe schon das Shift, damit man weiß, welche Gruppe ist, dass man Shift eine andere Aussehen hat. Okay, da sind wir so halt, schauen wir mal irgendwas und dann Shift gedruckt halten und dann G groß und ganz einfach mit einem Finger, also mit Daumen und auch gedruckt halten und geht sehr gut mit. Okay, also wie gesagt, das mit der Gruppen Button gedruckt halten und dann andere Buchstabe eingegeben, das funktioniert nicht mit einem Finger, mit zwei schon. Das ist das Ergebnis. Und jetzt schauen wir mal, wie es ausschaut mit der Tastenvorschau. Und wenn man das eine Buchstabe schreibt, also gedruckt hat, dann sieht man voll und ganz die Buchstabe, wenn man gedruckt halt. Und schauen wir mal bei uns, also bei unsere ist noch kleiner. Also drucken wir, okay, schauen wir mal mit der eine, damit da ist auch zwei, okay, da. Ja, das ist knapp eigentlich, wie gesagt, aber bei meinem schnell ist so, da ist damit Buchstabe versteckt. Wenn man also ganz bisschen oben, dann ist halb versteckt, ja. Und ja, das sollte größer werden, das Grafik für einzelne Buchstaben, dass die größer anschauen, also vorgezeigt wird, was auch immer. Das Grafik sollte für einzelne Buchstaben vergrößert werden. Und da schauen wir noch einmal. Wie Sie sehen, da wird bisschen höher, da wird auch ja. Und bei Erweiterungstasten, also da wird auch richtig, also das ist auch größer, da wird auch gezeigt. Das sieht man schon, also die Erweiterungstaste bei unserer App
sollten auch größeren Grafik haben. Also schauen wir mal bei uns den da oben ist kein okay bei K ja also einfacher ist bisschen groß, also nicht sehr groß, aber bisschen groß sollte sein. Also wenn man ganz zum Beispiel muss man schauen, dass wenn man so druckt, ja, das bisschen größer, das sollte auch ein bisschen größer werden, ja. Halt. Einige Zentimeter größer für Erweiterungstasten auch. Und schauen wir mal, das wie funktioniert eigentlich die Erweiterungstaste eigentlich. Alles und dann lädt. Also da. Irgendwo, wenn man da auf S gedrückt und dann sieht man Sau. Keine Ahnung wie. Und dann normalerweise ist so. Das ist sehr interessant. Doppelfunktion. Irgendwo da unten oder was auch immer. Jetzt kommt er nicht. Okay. Und dann, wie Sie sehen, also man braucht nur einfach, also man braucht gar nicht auf die Button zu gehen, also Erweiterung, Buchstabe. Man braucht nur einfach blau machen. Schauen wir mal, lösch mal erst. Druck mal S, ah, nicht. Druck mal S und dann, ah, auf ersten Mal wird so gezeigt. Also ich bin nicht auf der Buchstabe. Es wird nur blau gezeigt und wenn man loslässt, die Buchstabe wird eingegeben. Und wie Sie sehen, also, und da ich bin nicht auf Buchstabe, wie Sie sehen, auch nicht, also das heißt, ich drücke nicht die Buchstabe, Button, Erweiterungsbutton und dann wird eingegeben. Und wie Sie sehen, man muss gar nicht auf der Buchstabe gehen, es reicht einen unteren Bereich, da wie Sie sehen, und da oben funktioniert auch, wie Sie sehen, da. Wenn man oben einen Teil und ein bisschen noch höher geht nicht, also das ist die zwei Zeilen, eine Zeile oben und wenn man oben oder unten, wie Sie sehen, also da noch runter geht nicht, also eine Zeile da ist. Und wenn man so loslässt und wird eingegeben. Noch einmal, also aha, beim ersten Mal sagt er, so einfach blau machen und dann wird eingegeben. Also der hat das so Funktion, dass man muss man gar nicht eigentlich auf der Buchstabe, nur es reicht nur, dass man merkt, dass er blau ist und dann einfach loslassen. Also unteren Bereich oder oberen Bereich geht auch. Also da, wenn diese Funktion unseren App auch haben könnte, das wäre schön. Okay, dann probieren wir, wie ich E-Mail geschickt habe, dass man muss blau machen. Also da eine blau, wenn man blau macht und loslässt, passiert gar nicht. Versuchen wir mit der Buchstabe. Hoppla. Okay, muss man schauen, wo mehrere Erweiterungstasten da sind. Okay, und dann einfach da drauf gehen und dann loslassen, dann geht es. Da wird eigentlich nicht der blau gemachte, sondern das ist ohne Hilfszeichen. Eigentlich haben wir den blau gemachte, also mit der Hilfszeichen. Das ist, also da tun wir diese dritte Buchstabe da, also blau gemacht, ja. Also das ist mit der, schauen wir mal, hoppla, wo ist das? Okay, das ist da diese blaue mit unter zwei Unterstrichen, zwei Unterstrichen. Und wenn man druckt, dann wird es eingegeben. Und wenn man so blau lässt, dann passiert nichts. Dann ist nichts eingegeben.
So, man muss, also die Erweiterungstasten funktionieren nur, wenn man druckt, also blau macht und druckt. Oh, manchmal geht auch nicht. Okay, blau macht und druckt, geht nicht. Also man muss ganz vorsichtig, dann geht, ja. Also nicht so einfach, sagen wir, Software. Einfach soft, wenn man sieht, okay, blau, loslassen, dann geht nicht. Aha. Okay, ja. Wenn man so herumspielt, dann vielleicht geht nicht. Also auf alle Fälle, also bei uns noch nicht, dass man unteren Bereich oder oberen Bereich, also dass das stehen bleibt. Also wir haben mal gedruckt, das soll stehen bleiben, so Erweiterungstasten, und wenn man da so unteren oder oberen Bereich geht, also wie bei iPhone-Tastatur. Dann wird gedruckt. Probieren wir mit der jetzt. Aha. Wie Sie sehen, das besser keine Buchstabe. Also da, dann machen wir blau. Da machen wir blau. Loslassen wird nicht eingegeben. Blau gemacht und nicht eingegeben. Okay. Und blau gemacht, nicht eingegeben. Blau gemacht, nicht eingegeben. Und blau gemacht, das ist der Hauptbuchstabe, deswegen wieder eingegeben. Und schauen wir mal, wo ist das da? Blau gemacht, nicht eingegeben. Probieren wir mit der, wo mehrere ist, da, blau gemacht, nicht eingegeben. Blau gemacht, nicht eingegeben. Gedruckt, jetzt ist eingegeben. Und ja, so ist es. Auch bei Querformat sollte Grafik ein bisschen größer sein. Also wie man sieht, also normal gedruckt, da wird das Teil des Buchstabes versteckt. Also eher höher sollte sein. Also wie Sie sehen, da wird es, also da sind zwei, da sind auch zwei, glaube ich. Ja, okay, da wird es versteckt. Es ist besser, wenn höher ist. Auch da. Und ja, schauen wir mit der Erweiterungstaste. Ja, bei Erweiterungstaste auch ist besser, wenn noch höher ist. Also sowohl Erweiterungstaste und den Einzelbuchstaben sollte ein bisschen höher, damit man, wenn man ein bisschen schief der iPhone hält, dass da genauer sieht. Und da, okay, und probieren wir hier auch das blaue, blau gemacht, nicht eingegeben. Okay, und nochmal blau gemacht, aber nicht eingegeben. Okay, und da ist auch blau gemacht, nicht eingegeben. Also man muss die Taste drücken, dann geht's. Und dann muss man drücken, dann, aha, geht auch nicht. Also da, also ganz soft, ganz leicht, wenn man drückt, dann geht's. Irgendwie da, okay, ganz leicht, mit Gefühl, dann geht's. Und okay, und schauen wir mal, da nicht eingegeben, und ganz leicht, wenn man druckt, auch nicht eingegeben. Jetzt, also das mit der Erweiterungstaste blau und so weiter, das ist jetzt da, muss man ganz genau, eigentlich leicht oder wie auch immer, drucken.
Und sagen wir mal da. Da sind so viele, eigentlich, da kann man die beiden löschen, eigentlich die zwei und die anderen, die zwei, die und diese kann man da einfügen eigentlich. Also da ist das ein Teil wieder versetzt. Also ich drücke nicht jetzt mehr und wird nicht eingegeben. Und manchmal kommt es auch vor, dass die Tastenvorschau wird schon gezeigt, aber Buchstabe wird nicht eingegeben. Druck mal einfach durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9, 10. Also wie Sie sehen, 3er ist nicht eingetippt worden, 5, 6, 7 auch nicht. Testen wir noch einmal, ich werde langsamer spielen im Video. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aha, wie Sie sehen, also 5, 6 ist nicht eingetippt worden, auch nicht 8. Noch einmal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da ist er jetzt 7 nicht eingegeben. Obwohl es Vorschau gezeigt wurde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 7, das ist immer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist, also 7, das der hat Problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist die 7-Taste. Ich meine, das ist sehr interessant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie Sie sehen, dass da manchmal wird das Vorschau schon gezeigt, aber das ist auch ein Problem. Nach dem Runterladen von App, unsere Punjabi Keyboard, wird automatisch eigentlich Food Point Replacement aktiviert. Wenn man diese besondere Buchstabe mit der Fußpunkt und mit Seari schreiben muss, dann muss man das selbst deaktivieren, dann kann man schreiben. Das heißt, wenn man mit, das ist unsere L, und dann Fußpunkt, da drücken und Fußpunkt, Fußpunkt ist da, und jetzt mit Seari, und Seari springt nicht vorne.
Und wenn man Einstellungen unter Fußpunkt deaktiviert, und das neu startet, und jetzt L und Fußpunkt und jetzt Siri, das geht ja. Eigentlich sollte man überhaupt, jetzt braucht man gar nicht diese Fußpunktregel, weil wir Siri-Regeln nicht haben. Ich meine, das kann man überhaupt ganz löschen. Nachdem, wenn man das ganze Fußpunktregel gelöscht hat, muss man noch eine Regel schreiben. Für vorfertige, diese da. Für vorfertige Buchstabe mit Fußpunkt. Wenn man vorfertige Buchstabe mit Fußpunkt druckt, jetzt ist sie gedruckt worden, und Siri schreibt, geht auch nicht. Also es sollte so eine Regel geschrieben werden, wenn vorfertige Buchstabe mit Fußpunkt geschrieben wird, dann soll das wie das Deadkey-Regel mit Buchstabe, also diese Buchstabe ohne Fußpunkt und diese Fußpunkt geendet wird, also einzelne halt. Und dann kann man Siri schreiben, wie vorher gezeigt habe. Also wenn man allein jetzt schreibt L, also das ist L, unsere L, L und Fußpunkt ist da und Siri. Also da, wie Sie sehen, man muss drucken. Siri, ja, es passt. Also das sollte auch eine Regel geschrieben werden. Jetzt testen wir Facebook-Link. Ich bin mit der Facebook eingeloggt, sozusagen. Und jetzt tun wir Facebook-Link testen. Ich drücke mal auf Facebook und dann Post. Ja, dann kommt eigentlich das, diese Seite. Ich glaube, das ist das, die Seite in Safari, wenn man Facebook-Seite aufmacht, weil da steht auch, hol dir Facebook für iPhone und so weiter. Ja, das ist Safari Facebook-Link anscheinend. Aber schauen wir mal, was passiert in Punjabi Editor. Und da ist auch was geschrieben und dann drücken wir auf jetzt Facebook. Ja. Go to Facebook. Und da landet man eigentlich in
Statusleiste, also im Statusbereich, und da kann man jetzt drucken und einsetzen und dann halt teilen. Und da wird, schauen wir mal, ein bisschen, und da wird eingefügt, wie Sie sehen, da ist der Status gerade eben, steht da, was wir eigentlich, also da wird in Status. Das ist eigentlich eine fragliche Sache mit der Facebook-Link, ob man das jetzt in Status verlinken soll, Facebook, oder also viele wollen eigentlich gar nicht also immer das Status schreiben in Facebook. Die viele wollen auch Kommentare schreiben, und wenn man direkt nur den Link, den Status schreibt, verlinkt halt, dann ist das auch verwirrend. Da muss man überlegen, überhaupt einen Sinn macht. Ja, das Facebook-Link zu verlinken. Ich meine, theoretisch könnte man einfach, wenn man will, irgendein Post, wenn man so Kommentar schreiben will, so dann kommentieren, da drucken, das ist im Kommentieren Bereich, und jetzt in wo ist das? Unsere App ist das, aha, geschlossen, okay, achso, das ist noch in halt in unseren App sozusagen, das ist nicht Facebook, wir sind noch in unsere Punjabi Keyboards App, drücken wir back und da ist das. Aha. Und wenn man das kopiert, also Kopie-Funktion ist auch eine, wenn wir mehrere Verlinkungen haben, eigentlich Kopie ist auch unnötig, weil da iPhone Toolbar hat eh alles eigentlich, Select All und dann Copy, und deswegen ich bin überlegen, diese Copy-Funktion oder Löschen-Funktion, weil da ist es, für Löschen kann man auch Select All ganz einfach und Delete-Taste drücken und dann ist eh alles gelöscht. Okay, ja, und da wollte ich zeigen, dass man einfach da im Kommentieren-Bereich, wenn man kommentieren will, da posten, also so einfach, ja, da hat man Wahl, ob man kommentieren will oder Status schreiben will und so weiter. Nicht direkt eine Verlinkung zu Statusleiste. Also jetzt habe ich gemerkt, dass wir eine andere Verlinkung haben, Facebook-Verlinkung. Und wenn man darunter geht und Facebook druckt, ich habe mich über diesen Schaltfläche schon angemeldet, was er gezeigt hat und so weiter, und dann auch installiert, da war eine Installation irgendwas, und alle erlauben auch gedruckt, jetzt stutzt er ab, obwohl alles jetzt eingeloggt und alles geklickt habe. Also Facebook drucken und dann Post und dann stutzt er ab. Da steht irgendwas Success. Da steht der Success. Und dann stutzt er ab. Da. Bitte schon. Der stutzt ab. Und wenn man jetzt da aufmacht und dann ist alles Geschriebene gelöscht. Irgendwie eine neue Start halt. Und wir schreiben mal wieder irgendwas. Und dann wieder runter und wieder Facebook und dann Post. Das passiert jetzt, weil ich eingeloggt bin und auch installiert. Aha, für Facebook Status Post has been posted. Sehr interessant. Okay, aber Facebook kann man nicht öffnen. Aha, das ist kompliziert als. Aber
Schauen wir mal. Aber er hat nur, interessant, Fragezeichen da, also nicht Unicode, sondern Fragezeichen gepostet. Wie Sie sehen. So. Also Facebook Verlinkung. Wie gesagt, das ist, wenn es so kompliziert jetzt ist, eigentlich ist unnötig. Dafür kann man eine andere Funktionen wie Notizen, dass man einfach eine Notizenverknüpfung, dass man geschriebene speichern will, einfach da wird eingeloggt oder ich meine verlinkt, dass man neue Notizen und also kopiert wird automatisch, entweder automatisch eingefügt oder mit der, so eine Schaltfläche hier, wenn man hat, da Notizen oder Notes, jetzt auf Englisch, Notes, und dann wird, landet hier, also hier einfach. Oder noch wäre besser, wenn er automatisch einfügen würde, aber das wird sicher kompliziert, dass man einfach geschriebene speichern kann. Das ist, ich meine, theoretisch wäre da auch eine Funktion zum Speichern, aber dann ist mehr Speicherplatz gefragt, hier bei App, glaube ich, dass man mehr Arbeit, also mehrere Dateien und so weiter, wie bei Notizen, dass man einfach eine Liste so haben kann und so weiter. Das ist andere, viel mehr Arbeit. Es ist besser, nur eine Verknüpfung oder eine Verlinkung zu Notizen. So, und dann probieren wir noch einmal mit der, wie ist das mit der Facebook jetzt? Postet der Post. Stutzt ab, wie Sie sehen. Also da abstützen bzw. wird falsche Zeichen gepostet. Neu starten. Facebook Verlinkung funktioniert nicht. Okay. Jetzt geht um den indischen Fußpunkt, also Punkt bzw. Strich, was man beim Satzende eingibt. Diesen da. Warte, nächste da. Dieser da, und wenn man sobald den eingegeben hat, dann springt das, bewegt sich da nach unten, Buchstabe, beziehungsweise Wort. Okay, jetzt zweimal Leertaste und dann springt er runter. Und wenn man weiter zweimal Leertaste, jetzt bleibt er, weil es ist schon runtergesprungen, zweimal nächste und zweimal Leertaste. Und dann wieder springt er runter. Und dann schreiben wir wieder einen Buchstabe. Springt das wieder runter. Und dann nächstes. Das ist mit Doppelstrich auch so. Wenn man den Doppelstrich diesen da, und das ist Einzelsicht, und dann springt das, wenn man druckt. Aha, hat nicht geklappt. Das da und dann diesen Doppelstrich, diesen da. Und dann eingibt. Also funktioniert nicht ganz. Okay, probieren wir noch einmal. Jetzt geht auch nicht. Drucken. Okay. So, hat funktioniert. Also wenn man jetzt drücken wählt, nicht, okay, und druckt, muss man ganz genau, dann bewegt sich auch. Okay, noch einmal runter und
und jetzt haben wir gewählt. Es ist nicht einfach, obwohl es blau ist. Und wenn man löst, dann jetzt probieren wir mit der Löschen, dann springt er nach oben. Und jetzt mal löschen, da ist witzig. Und wenn man eingibt, dann nach unten. Und aber bei Punjabi Editor passiert es nicht. Aha, da funktioniert das Delete, alles markiert und Delete. Ah, der hat eine Fehlfunktion. Na gut, dann deswegen hat er das Lotion Taste gebaut. Okay, schreiben wir einen Buchstabe und Shift, das ist der A. Und ganz locker, wenn man zerdrückt, will ich sie nicht. Aha. Und Return-Taste, irgendwas, und mit Doppelstrich, bewegt sich nicht, auch wenn man löst, weil es hat nicht nach unten gesprungen, bewegt sich nicht nach oben, noch einmal. So, jetzt ist mir eingefallen, vielleicht sollte man den probieren mit dem Tastenton. Wenn man so drückt, dann weiß man, es ist Buchstabe gedruckt worden. Vielleicht das hilft das. Einstellungen. Einstellungen. Töne und wo war das? Tastentureinschläge einschalten. So muss man neu starten und dann einsteigen oder starten. Jetzt geht. Okay, jetzt eine Buchstabe schreiben. Und das heißt kein Ton, kein Taste. Okay. Auch kein Ton, auch kein Taste. Okay, wie ist jetzt war Ton? Ja, das könnte helfen. Wenn man löst, dann springt es. Kein Ton, kein Buchstabe bzw. kein Zeichen. Also wenn man sehr hart druckt, dann wird es auch nicht. Dann soft und dann da. Ja, so ist das.